Meine Erfahrung als Opfer ist vor allen Dingen psychische Gewalt und körperliche Gewalt. Hier in Deutschland dann über Kindergarten ist mir dann ein Weg offengelegt worden, wo ich dann mir das nicht mehr gefallen lassen musste. Ich bin ein Opfer häuslicher Gewalt, genau wie meine Mutter. Und wir haben alles überlebt und Sie können das auch. Ich denke, im Allgemeinen ist es so, dass in betroffenen Familien über diese Situation nicht gesprochen wird. Deswegen ist es für Kinder sehr schwierig und ich würde raten, einfach sich an eine Vertrauensperson zu wenden, egal ob das jetzt Großeltern sind oder Lehrer, und einfach mal das Schweigen zu brechen, und alles andere, denke ich, wird sich dann ergeben. Aber wichtig ist es für Kinder, überhaupt mit jemandem zu reden, dass man denen vielleicht auch erklären kann, was passiert ist, dass sie es besser nachvollziehen und verstehen können. Bei mir war es vor allen Dingen so, dass mein Mann angefangen hat zu trinken, als ich schwanger geworden bin. Und er hat auch eben halt die Arbeit hingeschmissen. Ich habe heute immer noch Angst vor ihm, wenn ich seinen Namen höre, wenn er mir gegenüberstehen würde. Das habe ich noch nicht ganz verarbeitet. Ich würde allen Frauen raten, die Opfer häuslicher Gewalt sind, den Mut zu fassen, sich offen darüber zu sprechen, dass sie Gewalt erleben. Und es gibt immer bestimmt jemanden, der weiß, wo sie sich Hilfe holen können. Und sobald eine Tür geöffnet wird, werden 10 Türen geöffnet. Der Europarat kann Vorschläge einbringen, dass das Recht des Kindes viel mehr geschützt wird vor dem Recht des Vaters und eventuell auch Beratungsstellen für Männer als Prävention im Endeffekt dafür, dass solche Situationen erst in der Form nicht eskalieren könnten. Meine Hoffnungen und Ziele sind, dass international, wie gesagt, die Frauenhäuser eingerichtet werden. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, um allen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich aus dieser Situation zu befreien. Und für mich persönlich ist es ein Ziel, Menschen weiterzuhelfen.